Ja, hallo Leute. Guten Morgen. Ich wollte nur mal zeigen, wieder, dass bei mir im Aquarium wieder immer alles so Sachen passieren, die nicht überall passieren. Oder selten. Also, ich glaube, das ist so. Also, ich habe jetzt gerade mal hier Wasser, bin am Wasserwechsel machen, ja. Und putzen die Scheiben und so und schau gerade mal rein. Und denke mir, vielleicht seht ihr das schon, was ist denn hier los? Und denke mir, das kann doch nicht wahr sein, das ist ja geil. Die Anubia hat eine Blüte bekommen. Sie blüht bald. Also, seht ihr das? Es ist der Hammer. Da ist ein Blatt mit einer komischen Dings drauf. Rausgewachsen. Übergeil aus der Anubia. Die Anubia geht es hier bei mir so toll. Die hat auch keine schwarzen Ränder, keine Algenprobleme, nichts. Dass die sogar blüht, wie es aussieht demnächst. Seht ihr das Muster von dem Blütendings? Das ist ja übergeil, Leute. Über der Hammer. Mach noch näher ran. Guckt mal. Bisschen weniger Licht vielleicht. Das ist ja der Hammer. Bei mir blüht denn bald die Anubia. Habe ich ja noch nie gehört oder gesehen. Also ich kenne mich nicht so aus, aber wie gesagt, ist ja der Hammer. Ist ja unglaublich. Sieht aus wie fast wie so ein kleiner Penis. Auf dem Morgen hier mit dem Blatt. Oh, war ja ey. Hammer, Leute. Meine Anubia blüht. Ist der Hammer. Meine Anubia blüht. Ich habe schon abgeschnitten. Die muss bald noch gekürzt werden, weil die zu viel, zu richtig krass wächst da in der Ecke. Richtig Hammer. Ich fasse es ja nicht. Die blüht einfach mal so.